Herzlich willkommen, liebe Studierende. So, wir haben jetzt schon einiges gelernt. Wir wissen jetzt grob, was ist Wissenschaft, was macht man, wie führe ich eine wissenschaftliche Arbeit durch, wie komme ich jetzt zu irgendwelchen Ergebnissen, wie schreibe ich das jetzt auf. Jetzt haben wir das alles aufgeschrieben und jetzt stehen wir vor der Frage, was machen wir jetzt damit? Als guter Wissenschaftler möchten wir das irgendwie publizieren, denn was bringt uns Wissen, das in der Schublade rumliegt? Wir möchten, dass es hinausgeht in die Welt, dass andere Leute das lesen, dass andere Leute denken, hey, das ist klug oder das könnte man verbessern und damit weiterarbeiten. Deswegen ist wissenschaftliche Publikation ein ziemlich wichtiges Thema und in Wahrheit wird auch der Erfolg von Wissenschaftlern daran gemessen, unter anderem wie viel und wo sie publizieren. Das heißt, wir schauen uns mal an, was gibt es da für Möglichkeiten. Als Wissenschaftler habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ein dickes Buch schreiben. Passiert ist eher unpopulär. Was man heutzutage mehr macht, ist, dass man sagt, okay, es gibt zwar wissenschaftliche Bücher, das sind dann oft Herausgeberbände, wo sich jemand hinsetzt und sagt, okay, wir haben mal dieses große Thema und dann sammelt er viele Kollegen und kluge Köpfe und die einzelnen Kapitel schreiben, die einzelnen Beiträge schreiben, Herausgeberbände sind eine ziemlich große Sache in der Wissenschaft, aber das, was wir eigentlich meistens tun, sind Fachzeitschriftenartikel, Journalartikel oder wissenschaftliche Paper, wie wir dazu sagen. Das ist so das Häufigste. Das ist insofern auch praktisch, dass wir das im Internet auch einfach gut finden können, idealerweise in offen zugänglichen Journals. Das heißt, ganz viel wissenschaftliche Kommunikation, ganz viel wissenschaftliche Publikation passiert über diese Fachzeitschriften. Eine andere Sache, wie Wissenschaftler gern ihr Wissen teilen, verbreiten und auch Neues holen, sind Fachkonferenzen. Auch da gibt es am Ende Tagungsbände, wo dann so alles drin ist, was passiert ist, wo dann einzelne Beiträge zugeschrieben werden und auf diesen Konferenzen direkt wird das auch gerne in einem großen Poster präsentiert, wo man auf einen Blick sieht, wir haben ja dieses Poster und da ist alles drauf, was in diesem wissenschaftlichen Fachartikel drin ist, was wir alles gelernt haben, was da reinkommt. Dass wir sagen, wir haben hier diesen ganzen, ein bisschen Theorie, wir haben diesen ganzen methodischen Teil, wir haben die ganzen Ergebnisse und wie kann es wo weitergehen. Das heißt, wir haben mal in der Wissenschaft total verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu kommunizieren, Dinge zu publizieren. Und das ist jetzt mal so wissenschaftsintern. Das geht dann aber auch noch raus in die Welt. Wir möchten ja auch, dass die Wissenschaft gesehen wird und dass die irgendwie einen praktischen Nutzen hat. Deswegen gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten. Da kommt jetzt verstärkt das Internet ins Spiel. Wenn wir uns jetzt beispielsweise anschauen, das Thema Konferenzen, die werden ja auch irgendwie organisiert. Irgendwie müssen auch die Wissenschaftler wissen, dass es diese Konferenzen gibt. Da gibt es in der Regel Konferenzwebseiten und da sind dann oft die ganzen Materialien, die ganzen Erkenntnisse schon von den letzten Jahren. Was wird jetzt erwartet für dieses Jahr? Und das wird dann offen zur Verfügung gestellt. Das heißt, auch jeder, der nicht Wissenschaftler ist, kann, wenn er bestimmte Keywords ihn interessieren, bestimmte Themen sucht, auch wissenschaftliche Ergebnisse finden über diese Konferenzseiten. Manche Konferenzseiten machen das so, dass sie auch einfach Blogs schreiben, wo dann die ganzen Dinge für interessierte Laien zur Verfügung gestellt werden. Und was auch ein ziemlich großes Ding ist, dass immer mehr Webseiten auftauchen, wo einfach wissenschaftliche Artikel gesammelt werden und aufbereitet für interessierte Laien. Das heißt, es lohnt sich ungeheuer, wenn man sich für einen bestimmten Fachbereich interessiert, einfach mal zu versuchen, verschiedene Suchwörter durch diverse Suchmaschinen zu jagen und zu schauen, okay, wo gibt es vielleicht irgendwelche Seiten, die Dinge aufbereiten. Was wir dabei beachten müssen ist, natürlich gibt es verschiedene Medien, das ist großartig, die haben verschiedene Qualitätsansprüche, die dienen verschiedenen Zwecken. Das bedeutet, diese verschiedenen Formate der Publikation, die werden auch irgendwie anders aussehen. Bei den wissenschaftlichen Publikationen ist das so, da ist sehr, sehr strikt vorgegeben, wo muss was wie stehen, wie muss das aussehen. Da haben wir sehr klare Richtlinien. Da wissen wir, eine Fallstudie muss genauso aufgebaut sein. Da wissen wir, eine Meta-Review oder eine Literature-Review, die hat dieses Schema, die sieht dann genau so aus. Da können wir von vornherein erwarten, was passiert. Das sind sehr klare Dinge. Bei Dingen, die jetzt für interessierte Laien im Netz verfügbar sind, ist das alles viel lockerer. Das macht es zum einen sehr einfach zum Lesen, aber andererseits müssen wir dadurch auch sehr viel kritischer selbst schauen. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt auf irgendeiner beliebigen Seite anschauen, okay, wir haben jetzt hier irgendwelche Wissenschaftler, also hier hat jemand aufbereitet, was steht in diesem wissenschaftlichen Artikel, sollten wir schauen, ist der unten verlinkt und idealerweise, wenn er zugänglich ist, den auch direkt lesen. Denn gerade Tageszeitungen oder verschiedene Blogs haben so ein bisschen die Tendenz, das ein bisschen überzuinterpretieren oder reißerischer zu schreiben und dann klingen die Sachen gleich viel dramatischer, als sie sind. Das bedeutet, dass es einem Artikel wie, es gibt, wir haben ein neues Genom gefunden, das könnte irgendwie nützlich für Krebs sein, dann die Schlagzeile in der Zeitung landet, neues Heilmittel gegen Krebs gefunden.
Das bedeutet, wir müssen, wenn wir uns verschiedene Formate wissenschaftlicher Ergebnisse anschauen, immer sehr kritisch sein, was sind das für Quellen, für wen sind die gemacht und entsprechend bewerten, wie kritisch wir an die Sache herangehen. Idealerweise immer die Originale lesen, wenn möglich. Wenn nicht möglich, schauen möglichst viele verschiedene Sachen, einfach um einen breiten Einblick zu bekommen. Wenn man wissenschaftliche Quellen findet, ist es natürlich immer besser. Wenn man noch einfach überhaupt keine Orientierung hat, bietet es sich an, über diese freundlich aufbereiteten Dinge einzusteigen und von dort dann in die Fachliteratur zu gehen. So, das ist ein kurzer Überblick, was es so für Möglichkeiten und Formate gibt, Wissenschaft zu kommunizieren. Unten unter diesem Video haben wir wieder verlinkt einige Beispiele für verschiedene Möglichkeiten, für wissenschaftliche Publikationen, für freie Publikationen. Schauen Sie sich das einfach mal an, gewinnen Sie einen Eindruck. Viel Spaß in der Wissenschaft. Bis zum nächsten Mal.